Okay, wenn du der Typ Musiker bist, der auf Social Media ist und sich darüber beschwert, dass er keine Klicks kriegt, dass er keine Reichweite kriegt und gleichzeitig aber sagt, die Musik sollte sich eigentlich nur um die Kunst drehen und nicht um das Geld, dann ist dieses Video wahrscheinlich nichts für dich. Kurze Info, Musik machen ist ein Vollzeitjob. Und Musik hat sehr wohl mit Geld zu tun, denn ohne Geld können wir nicht leben. Das mag vielleicht für einige verrückt klingen, aber es gibt wirklich Leute da draußen, die meinen, wenn sie für ihre jahrelange Arbeit, die sie in die Musik gesteckt haben, entlohnt werden, irgendwie kapitalistisch oder gierig sind. Das ist es ja, was sie an der Musikindustrie so verteufeln. Ich zeige dir in diesem Video, wie du es schaffst, im Jahr 2023 deine Musik zum Vollzeitjob zu machen. Hey, ich bin Cem Levin, Gründer von Music Hacker. Ich bin Musiker, Playlist-Kurator und ich habe es geschafft, von meiner Musik leben zu können. Und dieses Wissen möchte ich dir mitgeben, denn ich weiß, wie das ist. Man hat nicht die nötige Zeit, nicht das nötige Geld, um herauszufinden, wie man denn von seiner Musik leben kann. Man steckt schon so viel Arbeit in die Musik und hat am Ende nicht die Nerven und die Zeit, um sich noch um das Marketing zu kümmern. Deswegen habe ich Music Hacker gegründet. Ich möchte, dass wir unabhängigen Künstler es schaffen, ohne Riesenlabel, ohne Riesenanteilseigner von unserer Musik leben zu können. Okay, springen wir ins Video. Zuerst einmal gibt es einfach keine Realität, wo du einfach gute Musik machst und dann davon leben kannst. Ohne dass Leute deine Musik hören, kriegst du auch kein Geld dafür. Okay, wie finden wir solche Leute, die unsere Musik hören? Ganz klassisch. Du postest etwas auf Social Media, diesen Beitrag werden Leute anschauen. Und wenn diesen Beitrag den Leuten gefällt, dann klicken sie auf dein Profil. Und dann, wenn der restliche Content deines Profils ihnen zusagt, dann abonnieren sie dich. Das heißt, sie sind Follower. Wenn du diesen Leuten dann noch Mehrwert bietest, werden sie von einem Follower zu einem Fan, sprich Teil deiner Zielgruppe. Das ist doch gar nicht so einfach, oder? Gerade weil gefühlt jeder zweite heute Musikproduzent oder DJ ist. Da kommt es einem wirklich so vor, als hätte man nur so eine ganz kleine Chance, in diesem riesen Getümmel gehört zu werden. Deshalb sind uns auch am Anfang die Follower und die Streamzahlen egal. Es geht uns nur darum, eine Beziehung zwischen uns und den Fans aufzubauen. Wenn dir das alles mal zu viel wird, keine Sorge, das ist ganz normal. Was einem hier hilft, ist einen Plan zu haben. Klar, jetzt schrecken erstmal viele Musiker zurück, denn Musik ist ja sowas Künstlerisches, Kreatives und so ein Plan, der wirkt auf einen erstmal so versteift. Aber ironischerweise sind die Musiker, die wirklich einen guten Plan haben und gut strukturiert sind, die Musiker, die wirklich die meisten Freiheiten haben. Und genau diese Freiheiten wollen wir doch alle haben. Okay, kommen wir zu deinem Plan. Nummer 1, die Sichtbarkeit. Hier geht es einfach darum, dass du entscheidest, wo du entdeckt werden willst. Das heißt, du wählst 2 bis 3 Plattformen aus, kann zum Beispiel Instagram, TikTok oder YouTube sein. Und dann geht es darum, dass du in dieser jeweiligen Plattform dann herausfindest, was die besten Strategien sind, wie man am besten diese Reichweite aufbaut oder was für Posts man denn erstellt. Ich habe hier zum Beispiel speziell über Instagram ein Video gemacht, wie du den Instagram-Algorithmus knacken kannst, auf was es da wirklich ankommt. Und ein weiteres Video habe ich hier über TikTok gemacht, das zeigt, wie du dein Musikvideo optimal vermarkten kannst. Die Nummer 2. Mehrwert. Wir haben auf uns aufmerksam gemacht, die Leute haben von uns einen Beitrag auf unser Profil geklickt und jetzt geht es darum, was für einen Mehrwert wir ihnen schließlich bieten können. Denn ohne Mehrwert, also ohne dass wir den Leuten irgendwas bieten können, werden aus diesen Leuten auch keine Follower oder Fans werden. Okay, was sind so typische Beispiele? Natürlich zum ersten deine Musik, das ist ja auch dein Hauptprodukt. Dann könntest du zum Beispiel Interviews machen. Das heißt, du fragst deine Fans, deine Zielgruppe, was sie denn von dir wissen wollen und darauf gehst du dann ein. Wenn du auch noch nicht viele Fans hast, kannst du auch einfach eine andere Gesprächsperson sein, die dir bestimmte Fragen stellt. Dann könntest du zum Beispiel ein Behind the Scenes zeigen, das heißt, Leute wirklich hinter die Kulissen mitnehmen, wie dieser eine Song oder dieses eine Album entstanden ist. Kann zum Beispiel in der Produktion sein, im Schreiben sein, was für einen Konflikt du da hattest oder was für Hürden du meistern musstest, um dieses eine Album fertigzustellen. Es könnte zum Beispiel auch eine kleine Dokumentation sein. Das ist ja oft so, dass viele große Künstler dann so eine Doku haben, die sie über Jahre hinweg begleitet haben und man wirklich diesen Entstehungsprozess sieht oder einfach hinter die Kulisse schauen kann. Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie du neben deiner Musik noch andere Sachen deinen Fans bieten kannst. Es geht einfach darum, die Verbindung zwischen dir und deinen Fans zu steigern. Okay, die Promotion. Die Leute sind über unseren Beitrag auf unser Profil gekommen. Wir haben den Leuten Mehrwert geboten und jetzt sind die Leute sogar Fans geworden. Wo führen wir die Leute jetzt hin? Was machen wir mit denen? Wir führen sie zu einem Angebot. Denn ein Angebot ist genau der Ort, wo du am Ende Geld verdienen wirst. Brauche ich jetzt unbedingt ein Angebot? Natürlich nicht. Dein Hauptangebot ist ja auch deine Musik. Aber du hast ja jetzt schon diese Verbindung zwischen dir und deinen Fans aufgebaut und es würde dir eine Riesenmöglichkeit entgehen, wenn du aus dieser Verbindung nicht noch weitere Angebote machen kannst. Was könnten solche Angebote sein? Es könnte eine Vinylplatte sein. Das heißt, neben dem Streaming auch noch auf physische Art und Weise deine Musik erfahren können. Ist ein ganz anderes Erlebnis. Könnte auch noch bestimmte limitierte Tracks haben, die es zum Beispiel gar nicht im Streaming gibt.
Es könnte ein Merch sein, also deine eigenen Klamotten, die du verkaufen kannst. Es könnte Sticker sein, es könnte Tickets für deine Tour sein. Es können ganz viele unterschiedliche Produkte sein. Ich weiß, man stellt sich jetzt schnell die Frage, funktioniert das wirklich? Kaufen Leute überhaupt meine Produkte? Aber die Frage, die man sich wirklich stellen sollte, ist, habe ich es überhaupt schon versucht? Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass null Leute deine Produkte kaufen werden, wenn du natürlich null Produkte hast. Was außerdem zur Promotion gehört, sind die ganzen Inhalte, die deine Produkte promoten. So Videos wie, hey, mein neuer Song ist rausgekommen, hey, unser neuer Merch kommt raus, die neue Platte kommt raus. Also Inhalte, wo du die Leute auf deine Produkte aufmerksam machst. Man muss hier einfach schauen, nicht nur solche Videos zu machen wie, hey, mein neuer Song, hey, meine neue Single. Denn das überflutet einfach nur dein Profil mit Werbung und schreckt letztlich die Leute ab. Man kennt es ja selber auf Instagram, so viele Künstler möchten dir mitteilen, dass der neue Song rauskommt. Sondern einfach die Balance halten zwischen solchen Inhalten, Inhalten, die deine Fans unterhalten und auch Inhalten, die deinen Fans Mehrwert bieten. Hier ist es auch wichtig, dass wir uns nicht darauf versteifen, dass unser Video jetzt unbedingt viral gehen muss. Es geht einfach darum, dass wir im Durchschnitt höhere Aufrufe bekommen. Wie weiß man das? Wenn man natürlich weiß, wie viele Aufrufe man hat. Wüsstest du jetzt aus dem Stegreif, wie viele Personen du in den letzten 30 Tagen auf Instagram erreicht hast oder auf YouTube erreicht hast, was dein populärstes Video ist oder wieso das dein populärstes Video ist? Einfach ein bisschen zu analysieren, ein bisschen Daten zu haben, hilft dir schon extrem weiter. Es gibt ja so viele unterschiedliche Tools da draußen, die dir das erleichtern oder dich hier schneller machen. Es sind einfach so viele, dass man schnell den Überblick verlieren kann und am Ende vielleicht gar nichts macht. Was mir hier super geholfen hat, ist ein ganz einfacher Tipp. Einfach aufzuschreiben, was du machst. Das heißt, ich mache an dem einen Tag ein Video für meinen neuen Merch. Das hat mich ungefähr 15 Minuten gekostet. Dann schreibe ich das auf 15 Minuten Video Merch. Am nächsten Tag mache ich ein Video für meine neue Single oder ich plane ein kreatives Musikvideo oder je nachdem. Dann schreibe ich das hier auch rein. 15 Minuten lang kreatives Musikvideo Planung oder 30 Minuten, je nachdem. Und so habe ich dann nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr eine super schöne Liste, wo ich ganz genau sehen kann, wie viel Zeit ich denn jeden Tag in die einzelnen Dinge stecke. Und das gibt dir eine super schöne Struktur, ohne dass du jetzt großartig herumplanen musst. Einfach aufschreiben, was du gerade tust. Zu allerletzt ein kleiner Gedanke. Wie viele Leute meinst du, brauchst du, um von deiner Musik ausreichend leben zu können? 100.000, 1 Million, 10 Millionen? Die Antwort ist 1.000 Leute. Denn wenn du 1.000 Leute dazu bringst, dir jeden Monat 5 Euro zu zahlen, hast du am Ende über 60.000 Euro. Das ist mehr als der Durchschnittslohn in Deutschland. Das war mein Plan für eine erfolgreiche Musikkarriere im Jahr 2023. Wenn du was nicht verstanden hast oder irgendwo Fragen hast oder einfach gerade einen großen Struggle hast, wo du einfach nicht weiterkommst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin immer da, euch weiterzuhelfen. Wir sind Music Hacker. Wir hacken unsere Musikkarriere. Ciao.